Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Darksiders TFLP, hier euer Ding am Start. Letztes Mal haben wir uns das letzte Herz geholt, haben es Samael gebracht und nun müssen wir zum Turm. Und da gehen wir jetzt auch geschwind hin und dann machen wir richtig Kick-Ass Boss Battle und dann sind wir richtig gorgeous. Wir rasieren einfach alles. Alles. Wir nehmen die einfach auseinander. Dann sagen wir, was ist? Her los! Und töten alle. So. Der schwarze Thron. Interesting shit. No shit, Sherlock. No shit. Öffne das Gate, bitch. Ey. Aha. Okay. Los, komm von neuem. Nicht, dass da jetzt irgendwo ein Loch ist und wir fallen durch. Das wäre echt not best for business. Alter, oh, wer ist denn das? Azrael. Himmel, hilf mir. Da, das siebte Siegel. Es wurde nicht gebrochen. Was hast du dann von mir zu befürchten, Todesengel? Wenn du nicht vorhast, mich zu töten, dann hilfst du mir vielleicht. Du hast mir für beides keinen Anlass gegeben. Hör mir zu. Das Tor muss geschlossen werden. Der Tor muss von dem Quell abgeschnitten werden. Es ist der Quell, aus dem der Zerstörer seine Macht bezieht. Der Quell der Seelen? Millionen von Seelen, ja, versklavt. Böse, eine korrupte Macht, die die Armeen des Zerstörers nährt. Du bist ein Diener der Unterwelt, Bewacher des Quells. Nicht eine einzige Seele fließt ohne dein Wissen zurück in diese Welt. Es sei denn, Torhüter, dass du den Weg geöffnet hast. Der Zerstörer hatte die mächtigsten seiner Auserwählten gegen mich entsandt. Mir ging es nicht besser als dir, Reiter, gegen Straga. Straga, wirst du mich zu ihm bringen? Darauf hast du mein Wort. Dann sag mir, was ich tun muss. Todesengel. Azrael ist ein Todesengel. Bitte, du musst eine Möglichkeit finden, die Energie in diese Kammer zu leiten. Ich dachte, das wäre die Katze von Gargamel. Aber okay. Dann versuchen wir einmal, die Energie in diese Kammer zu lenken. Ich muss kurz mein Spiel ein bisschen lauter stellen, weil es war im Video sehr laut und jetzt war es sehr angenehm. Gut, dann probieren wir mal die Energie in Azraels Gefängnis zu schieben. Ja. Sieht alles sehr spannend aus. Ja, ich verstehe das Rätsel. Absolutely fucking not. Jetzt ist das zu. Warte, machen wir das erstmal wieder auf.
Da. Da kommen wir nicht durch. Dann gehen wir erstmal hier durch. Okay, hier kommen wir anscheinend durch. Ja. Okay, gut. Glaube ich. Erstmal schauen wir. Gut, hier geht's nicht weiter. Dann machen wir jetzt. Oh. Nice, we did it. So, aktivieren wir das. Und dann machen wir das. Dann kommen wir da durch. Ja, ja, gut. Müssen wir hier noch was weitermachen? Ich hoffe nicht. Doch, wir müssen noch weiterarbeiten. Dann aktivieren wir jetzt das. Dann kommen wir da durch. Dann machen wir mal das. Haben wir das gemacht? Das Tor da hinten ist immer noch zu. Wenn wir das Tor aktivieren, geht das hier alles hoch. Aber das da hinten geht nicht hoch. Das hier muss hochgehen irgendwie. Wenn wir das aktivieren, dann geht das hier zu. Da hinten das vielleicht? Ah, Tatsache. Sehr gut, wir haben es geschafft. Jetzt gehen wir durch den Gang hier in aller Seelenruhe. Und bring the energy back, hoffentlich. Okay, natürlich, close the gates. Das war ja easy peasy. Oh. Na also, es geht doch. Ha!
Warum? Aha. Jetzt geht's auf einmal, ne? Hier kommen bestimmt gleich Gegners. Ah, schon eine gelbe Truhe. Ist eine grüne Truhe. Wo sind die Gegners? Keine Gegners. Okay. Eine blaue Truhe. Und wieder eine grüne Truhe. Okay. Ja, es sieht mir nach Bosskampf aus. Also nach, was heißt Bosskampf? Nach so Mini-Bosskampf. Pussy-Bosskampf einfach nur. Ja, das war abchecken. Da ist er. Da ist er. Was geht, Bitches? Ha? Ich habe nicht einen getroffen. Hallo? Beenden wir dich! Ja, ja, das ist ja jetzt so, ist das hier jetzt die Höllen? Ah, ne, die Höllenwache sind die Engel. Die sind ja mehr so. Keine Ahnung. Höllen-Bodyguards halt. Da habe ich ihm jetzt aber einen mitgegeben. Erstmal B hämmern, alle auseinandernehmen. Ja. So, jetzt kann er sich um den kümmern. Gut, den ersten Teil haben wir geschafft. Dann müssen wir das gleich nochmal machen. Und dann geht er down. Der hat Spaß. Dann hacken wir nämlich seinen Kopf ab. Boah, das war harter Damage Output, Bitch. Übertreib's nicht, Bro. Du weißt, du wirst sterben. Und ich werde in aller Ruhe healen. Bastard. Ah. Noch einer. Lass uns tanzen. Weiter. Okay, scheiß drauf. Das könnte interessant werden. Ja, ja. Flieg nicht weg. Stelle dich deinem Tod. So, die ist auch down gegangen. Er ist auch down. Noch einer. Oder haben wir es jetzt gespielt? Oh, ein neues Item, aber erstmal würde ich gerne. Ah, ich komme da gar nicht hoch, okay. Dann gib mal her den neuen Shit. Ich kriege schon jetzt. Ein Bling Bling, eine Brosche. Oder sowas. Nein, natürlich kriege ich das auch auf meine Hand. Portal 2. Leere Läufer. Ein magisches Rätsel, das Portale erzeugt und somit ein Feuer um einen Punkt um einen möglich. Richtig Portal, ey. Ohne Witz. Richtig Portal hier.
Good job, bitches! Good job! Shades of Portal 2 oder Portal 1, whatever. Wey, das ist ja richtig geil, ohne Witz! What the fuck? Huh? Was da Orbit? Ist das ein Portal? Okay. Alles geschafft? Muss ja drauf stehen bleiben. Oder ist das nur sehr schnell? Och, Leute! Okay. Okay, dann werden die jetzt genutzt, die Bastarde. Hab ich kein Problem mit. Immer müssen sie es schwierig machen. Immer. Statt einfach, ja, okay, wir sterben jetzt, weil du einfach so cool bist. Nein, wir müssen immer einen Eisen schieben. So, was gibt's hier? Da gibt's irgendwas Blaues. Kann man hochfliegen. Da fliegen wir auch hoch. Sehr gut. Was ist das für ein Ball? Ja, no problemo. Kann ich jetzt bitte meine Kisten usen? Leben. Rage. Gut. Hammergeil, Leute. Dann. Das Spiel hat echt alles, Alter. Echt aus jedem fucking Spiel hat das irgendwas abgezockt und hat's da reingebracht. Geil, ich feiere das hart. Naja, egal. Jetzt haben wir eine Portal Gun mäßig. Und das ist super nice. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.